Наши сотрудники. Also, das ist kurz einfach Institut um die Mitarbeiter. Первое направление – это разработка и изготовление дозиметров и радиометров. Und die erste Richtung sozusagen, das ist die, also steht Ausarbeitung und Herstellung der Dosimeter und Radiometer. Moment, die Dosimeter werden hier wirklich selbst hergestellt, gebaut, oder? Они здесь прямо изготавливаются дозиметры. Или... Ah, das wusste ich nicht. Sehr interessant, danke. Nicht, ja. Вот на верхнем рисунке это радиометр для контроля продукции. Oben ist Radiometer. Und Dosimeter. Здесь он вот живьем радиометр. Radiometer, das ist hier, kann man hier rechts. Im Sonarungs, ah ja genau, hier steht's. Messungsniveaus der Äquivalenten. Es geht hier auch um, hier kann man auch Nahrung messen, ja? Здесь можно измерять также еду. Ja. В основном для продуктов питания. Das ist im Grunde genommen für Lebensmittel, ja. Ist dieses System ist das fabriziert worden von Atomtex? Это было изготовлено Atomtex компанией? Нет. Когда он разработан и изготовлен, этой компании еще не существовало и в помине. Als dieses Gerät ausgearbeitet und also gemacht worden ist, existierte Atomtex gar nicht. Moment, das ist das hat Bellerat entwickelt, dieses System. Habe ich das richtig verstanden? Он просто для него это очень новая информация, он просто переспрашивает, действительно это было Белградом изготовлено? И разработано, изготовлено. Изначально он назывался РУК 92, потом 92 und dann 92 01. Ja, ja, ja. Entschuldigung, dass ich ihn unterbreche, aber ich habe von Nestor Renko, er war auf dem Kongress der Stiftung den Kindern von Tschernobyl 1996. Und hat diese Geräte erwähnt. Daher kenne ich es. Vielen Dank. Когда приборы изготовили, их же нужно где-то применять, и для этого создали систему местных центров традиционного контроля продуктов питания. Можно назвать общественный центр контроля продуктов. Nachdem die Geräte schon ausgearbeitet und gemacht worden sind, musste man natürlich die irgendwo benutzen auch und praktisch benutzen. Deswegen es wurden so gesellschaftliche Zentren gegründet, wo man dann Lebensmittel, zum Beispiel Lebensmittel, messen konnte. Wir находили помещение в деревне. Это могло быть в школе, это могло быть даже в сельсовете. Было подходящее помещение. Und wir waren einfach Räume in den Dörfern. Das könnte eine Schule sein oder einfach ein kleines Haus, also beziehungsweise ein Raum, wo wir dann messen konnten, so wie hier auf dem Bild. Радиометры, электронные весы, психрометры, молочные сепараторы, в общем, все необходимое для того, also, чтобы радиометр, ein Wagen, ein Milchgerät, weiß ich nicht. Zur Messung von Milch oder wie? Молоко, мясо, сено, все что угодно, совершенно бесплатно, ему там измеряли и выдавали результат. Diese Zentren waren dafür da, damit jeder Mensch da kommen konnte. Mit Lebensmitteln, Milch oder was er auch hatte, was Lebensmittel angeht. Und er konnte ganz kostenlos alles messen lassen. Kostenlos. Und die Ergebnisse dieser Messungen wurden dann hier geschickt. Но для того, чтобы там кто-то работал, нужно было подготовить людей, поэтому у нас в учебном центре мы готовили радиометристов из местных жителей. Учебный центр здесь или здесь. Und hier im Institut haben sie dann eine Art Schulung gemacht für die Menschen, weil sie natürlich Menschen brauchten, die das auch machen konnten in den Dörfern. Und diese Schulung und Ausbildung diesen Menschen hat hier stattgefunden im Institut. Когда мы получили значительное количество данных о загрязнении продуктов питания, то ясно, что мы сделали вывод о том, что если люди едят грязные продукты, то у них тоже накапливаются радионуклиды в организме.
Und als wir dann Ergebnisse bekommen haben, was die Verschmutzung von Lebensmitteln angeht, dann sind wir da ganz logisch zu der Schlussfolgerung gekommen, dass die Menschen, die diese Lebensmittel essen, natürlich auch verschmutzen oder verstrahlen sind. Und dann haben sie das Labor gegründet, Spektrometrie, der Messung des Menschen. Ganzkörperzähler, Whole Body Counter. Whole Body Counter, ja. Strahlungsmonitor. Ja. Ich kenne dieses System nur theoretisch. Da unten Messlabor steht. Ja. Zielgruppe группы этой лаборатории стали дети из сельских населенных пунктов. Und als, sagen wir, Objekte dieser Messungen waren Kinder aus diesen kontaminierten Gebieten, Dörfern. Мы сделали акцент на детей, потому что это самая незащищенная категория жителей. Und warum nämlich Kinder? Weil nämlich Kinder sind nicht genug geschützt, ja, vor dieser Verschmutzung. На первые же месяцы работы этой лаборатории получали данные о больших накоплениях радиоактивных веществ в организме детей. Schon in den ersten Monaten haben wir so viel Information bekommen in Bezug auf diese Verschmutzung der Kinder, der Körper der Kinder. И сразу возник вопрос, что делать дальше, потому что измерение ради измерений это никому не нужно, это ничего не дает. Natürlich entstand einfach eine leichte Frage, was machen wir eigentlich weiter? Weil Messungen machen wir, wir wissen das, aber was machen wir weiter mit diesen Messungen? Нам удалось с помощью специалистов-фармакологов из Германии разработать рецептуру препарата на основе яблочного пектина, который мы назвали Ritapet. Und mit Hilfe deutscher Wissenschaftler haben sie dann dieses Produkt entwickelt. Die Grundlage für das Produkt ist Apfelpektin. Ja, und ja, er sagt wahrscheinlich weiter die Funktion von dem Produkt. Первый год мы работали с препаратом Яблопект, это Украина. Это другая страна, это таможня, это валюта, это дорого. И вот тогда мы разработали свой продукт, который оказался почти в три раза дешевле. Und zuerst, als wir noch dieses Produkt nicht hatten, haben wir mit einem Produkt aus der Ukraine gearbeitet. Aber das war schon zu dem Zeitpunkt natürlich ein anderes Land. Und es gibt Grenze und man musste auch viel bezahlen für das Produkt. Und dann haben sie das entwickelt und das war fast dreimal billiger als das Produkt aus der Ukraine. Das, was er zeigt, ist Pulver. Ritapect 2 ist auch Pulver, aber Rezept ist ein bisschen anders und besser. Okay. А вот этот препарат Ritapect T, это уже та же рецептура, но таблетки. Und Ritapect T, das ist Rezept ist gleich, aber das sind Tabletten. Нужно же было научить жителей, объяснить учителям, родителям, детям, что это такое, как принимать, что это дает. Поэтому вот организация пектиновой профилактики – это следующее направление нашей деятельности. Und natürlich, nachdem wir schon dieses Produkt bekommen haben, wollten wir eigentlich einfach erklären den Eltern, den Lehrern und natürlich den Kindern, was man damit macht, wie man umgeht mit dem Produkt. Und da so entstanden diese Pektin-Uhren, ja, also so nennen die diese Maßnahmen, damit die Kinder das eigentlich dann einfach essen, ja, und benutzen und die Gesundheit verbessert sich dann. И вот что дает на примере одной деревни, что дает меры традиционной защиты. Das ist nur ein Beispiel an einem Dorf, was dieses Produkt für den Schutz des Körpers hat. Когда мы первый раз приехали в эту деревню в Наравлянском районе в 2001 году, средняя цифра отдельная активность в школе была 317 бекерелей на килограмм. Also 317 Becquerel pro Kilo.
das war, also diese Angaben war am Anfang, als sie in ein Dorf gekommen sind. Das war dann 2011. 2001 oder 2001? 2001. 2001, oder? Ja, 2001, richtig. Зеленые – это периоды, когда детям давали питомцев. Grün, die grüne Farbe bedeutet, das war die Periode, als die Kinder diese Vitamine bekommen haben. К маю 2003 года мы снизили эту цифру с 317 до 60. Da kann man natürlich sehen, für drei Jahre bis 2003 sehen wir dann natürlich den Unterschied in den Zahlen 117 und 60. Потом наступили летние каникулы. Дети не получали в школе чистого питания. Они ели летом грибы, осенью уже начали, в смысле летом ягоды, осенью пошли грибы. И в ноябре того же года эта цифра опять выросла. Dann kamen die Sommerferien. Und es wurden keine Vitamine gegeben und die Kinder haben natürlich Beeren und dann Pilze gegessen und im November 2003 haben wir schon die Zahl 222. So, dann kommt die Periode, in der die Vitamine wiedergegeben werden und im Mai 2004 sehen wir die Zahl 48. Und dann Sommerferien wieder. Und sie kommen mit 80. Alle diese, Spitzen, ja, 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 das sind alles der Monat November. Das sind alles sozusagen nach den Sommerferien. Aber trotzdem, wir sehen hier eine Verbesserung, ja, dass ja, ja, dass insgesamt, ja, insgesamt dann doch nach unten gehen. Tatsächlich, ja. 122, 107, also die Senkung sehen wir. Ja, definitiv. Natürlich kann man nicht sagen, und das entspricht der Wahrheit, dass nur unser Präparat irgendwie so erfolgreich ist, dass die Kinder dann natürlich dass diese Senkung gibt. Das ist nur, nicht nur mit dem Präparat verbunden. Важную роль играет то, что во время учебного года дети получают за счет государства бесплатное питание в школе. Причем это питание контролируется и оно практически чистое. Besonders wichtig ist, dass die Kinder während der Schule das Essen bekommen, vom Staat finanziert. Und das Essen kommt aus den sauberen Regionen und das Essen wird kontrolliert. Und man kann sagen, dass da Lebensmittel, die gegeben werden, wirklich rein sind.